Die Grandiosität als Selbsttäuschung Der grandiose Mensch wird überall bewundert und er braucht diese Bewunderung, kann gar nicht ohne sie leben. Er muss alles, was er unternimmt, glänzend machen und er kann es auch. Etwas anderes unternimmt er eben nicht. Auch er bewundert sich. Seiner Eigenschaften wegen, seiner Schönheit, Klugheit, Begabung, seiner Erfolge und Leistungen wegen. Wehe aber, wenn etwas davon aussetzt. Die Katastrophe einer schweren Depression steht dann vor der Tür. Man findet es allgemein natürlich, wenn kranke oder alte Menschen, die vieles verloren haben, wenn Frauen im Klimakterium zum Beispiel depressiv werden. Man lässt dabei außer Acht, dass es auch Persönlichkeiten gibt, die den Verlust von Schönheit, Gesundheit, Jugend oder geliebten Menschen mit Trauer ertragen können, ohne depressiv zu werden. Und umgekehrt, es gibt Menschen mit großen Gaben, die an schweren Depressionen leiden. Warum? Weil man von Depressionen frei ist, wo das Selbstwertgefühl in der Echtheit der eigenen Gefühle wurzelt und nicht im Besitz bestimmter Qualitäten. Der Zusammenbruch des Selbstwertgefühls beim grandiosen Menschen zeigt mit aller Schärfe, wie es eigentlich in der Luft an einem Luftballon Traum einer Patientin, gehangen hatte, bei gutem Wind zwar hoch hinaufflog, aber plötzlich ein Loch bekam und nun wie ein kleines Fätzchen am Boden liegt. Vom eigenen durfte nichts entwickelt werden, das später einen Halt hätte bieten können. Denn neben dem Stolz auf ein Kind verbirgt sich gefährlich nahe die Scham, falls es die an es gestellten Erwartungen nicht erfüllt. Die tragische Illusion, dass Bewunderung Liebe bedeute, kann der Grandiose ohne Therapie nicht aufgeben. Nicht selten wird ein ganzes Leben diesem Ersatz gewidmet. Solange die wahren Bedürfnisse des ehemaligen Kindes nach Achtung, Verständnis, ernst genommen werden, nicht verstanden und nicht bewusst erlebt werden dürfen, wird der Kampf um das Symbol der Liebe fortgesetzt. Eine Patientin sagte einmal, es komme ihr vor, als ob sie bisher immer auf Stelzen gelaufen sei. Muss ein Mensch, der ständig auf Stelzen läuft, nicht dauernd auf diejenigen neidisch sein, die beim Laufen ihre eigenen Beine gebrauchen, auch wenn ihm diese Menschen kleiner und mittelmäßiger vorkommen als er selbst? Und muß er nicht eine aufgestaute Wut in sich tragen gegen die, die ihn dazu gebracht haben, dass er ohne Stelzen nicht zu gehen wagt? Im Grunde wird der Gesunde beneidet, weil er sich nicht ununterbrochen anstrengen muß, die Bewunderung zu verdienen, weil er nichts tun muß, um so oder so zu wirken, sondern in Ruhe sich erlauben kann, so zu sein, wie er ist. Der grandiose Mensch ist nie wirklich frei, weil er ständig von der Bewunderung anderer abhängig ist, und weil diese Bewunderung an Eigenschaften, Funktionen und Leistungen gebunden ist, die plötzlich zusammenbrechen können.